Sprech nun eine Königin. Ich habe dich hier gefangen im Volk, die ich vom letzten Jahr. Und jetzt will ich die einfach markieren. Im letzten Jahr, naja, kam ich nicht dazu oder wollte ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich muss sie markieren, das weiß ich. Das ist hilfreich. Man erkennt sie. Findet sie schneller. Deswegen benutze ich die Farbe Gelb für das Jahr 2012. Ich behalte in Regel die Königin 2 Jahre. Im letzten Jahr hat sie mir Erfolg gebracht, in diesem Jahr bringt sie mir Erfolg. Und zum Schluss, nach der letzten Honigernte, werde ich sie dann austauschen gegen eine rote Königin, also sprich 2013er. Jetzt gucke ich einfach, dass sie mittig stehen bleibt von den Maschen. Also in der Mitte, damit ich sie einfach nicht zerdrücke und die Masche mir passt. Sprich, der Panzer wird dann direkt zwischen den Maschen durchgucken. Komm schon, Schatzi. Komm. So, dann drücke ich die einfach nicht zu fest. Ich fasse sie nicht mit meinen Fingern an. Ich spanne lediglich nur das Netz. Dann betupfe ich sie mit der Farbe. Nicht allzu stark aufdrücken. Der Füllstift ist ja feucht mit Farbe. Einfach die Farbe auf dem Panzer soll verlaufen. So, jetzt habe ich die markiert. Jetzt lasse ich sie noch ein bisschen rumkriechen. Auch in diesem Knipser. Und man sieht, die Königin ist markiert. Okay, das ist jetzt zu extrem. Also ich finde, wenn die Flügel auch mit markiert, das ist nichts. Aber auf der anderen Seite, man erkennt sie direkt. Also wenn sie auf der Wabe laufen wird, wird man sie direkt erkennen können. Das ist ja natürlich blöd, da die Flügel jetzt mit markiert worden sind und der Rücken, nicht nur der Panzer, wie sich eigentlich gehört. Aber diese Farbe ist extra dafür gedacht, um Königinnen zu markieren. Die ist nicht giftig. Und die Königin kann damit leben. Wenn sie schwärmen will, kann sie damit fliegen. Aber in diesem Jahr wird sie nicht schwärmen, weil ich sie ersetzen werde. Man könnte natürlich, kann sie schwärmen, aber ich achte eigentlich, ich entferne die Schwarmzellen. Und lass es so nicht zu. Danke.